Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lightyear Frontier. Oh, ich kann gar nicht mehr sprechen heute. In der letzten Folge sind wir... Oh. sind wir auf Tag 7 gewesen. Sind wir in dieses Gebiet gekommen und der PC denkt sich, wir hauen einfach mal... Was kommt das rein? Ich höre nichts. Ich bin auch ganz ehrlich, das nervt mich so sehr, dass der dann plötzlich mittendrin, wenn man irgendwas macht, einen neuen Tag macht, dass ich gar nicht mehr darauf achte, was der mir eigentlich erzählt. Ne? Da bin ich ganz ehrlich bei. Also, was jetzt? Wie Nester? Ja, ich hatte schon Nester gefüttert. Das hatte ich gemacht. Ich habe drei auf einmal gefüttert hier gerade. Erstens, nein, da stand eins von drei. Und zweitens hatte ich ja schon eins gemacht. Achso, ja, also, aber die haben jetzt so einen Schimmer um sich, wie so ein Shiny in Palworld. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt bei uns gewesen ist, wo ich das gefüttert hatte, oder ob das daneben war. Ich glaube, das war das Gebiet daneben. Nee, war jetzt bei uns. Ich hab das gerade. Nee, ich denke, da hast du gerade gefüttert. Ja, ich habe gerade gefüttert hier. Ja, so war es nicht bei uns dann. Hier sind Löcher. Da ist aber nichts drin. Kann ich auf die andere Seite? Mir aber nicht viel bringt. Ja, bloß nicht mal stehen bleiben. Kein Thema. Das verstehe ich echt nicht, warum der mal weiterläuft dann. Das finde ich... Das nervt dann natürlich in dem Sinne auch, wenn du da mit Volker Racho irgendwo gegen einen Baum läufst oder so. Ist deiner eigentlich auch so komisch am Rauchen? Dein Mesh? Ja. Ja. Der hat einen Diesel drin. Ja, weil ich habe das schon hingekriegt, dass ich den schon kaputt gekriegt habe. Deswegen. Was ist denn das hier? Was? Du hast den kaputt gekriegt? Echt? Nee. Warte mal. Hier ist eine Kette, die ist am Blinken. Das ist Wasser. Die ist anscheinend mit so einem. Mit so einer Station oder sowas verbunden. Aber obwohl die blinkt, kann ich mit der nichts machen. Ah, ne, warte mal, ich kann der aber... Ah, Händler kommt an. Wieso kommt der Händler an, weil ich jetzt dem Ding folge? Es geht hier weiter. Was ist denn das? Kannst du mal gucken, wo der Händler ist und wie der aussieht? Ja, der ist bei uns auf der Plattform. Der steht jetzt da, oder wie? Ja, was kann ich in dem verkaufen? Hier ist ein Tor. Moment. Ich hab so... Handelsroute abgeschlossen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das an den Eiern lag, die ich gerade... Was kann man denn da kaufen? Ein Vintage Armset, was ist das? Ist das irgendwie besser dann? Nee. Das weiß ich nicht, das musst du sehen. Ein luxuriöses Armset. Sieht halt besser aus. Kostet aber 175. Jute-Säcke kann ich holen, was ist gekauft? Muss ich doch mit dem Großen rein. Ah, darin können Rohstoffe gelagert werden. Weizensamen könnte ich holen. Gummibären dann. Können wir damit was anfangen, sagen wir es mal so. Ein Vintage-Motor. Du kannst halt dein Mech total, ja, sieht aus, als wenn du ihn nur optisch veränderst. Ein Karren könnte man holen. I wonder what this could be. Kann man anscheinend anhängen irgendwie. So doll Mechteile. Ja, das sind die. Oh nee. Das ist ein Angebot. Ich muss da auf jeden Fall irgendwie mit dem Großen rumkommen können. Frage ist nur wie. Also dieses Angebot hat mich jetzt nicht so überhaupt umgehauen von ihm. Also mehr so Optik meinst du? Ja, wie gesagt, ich habe hier ein ganz anderes Problem. Also ich komme hier rein mit dem Kleinen. Ich habe hier ein Riesengebiet, wo ich Sachen abbauen kann und auch viele Steine, die ich natürlich mit dem Kleinen wieder nicht vernünftig nehmen kann. Ich finde hier aber nichts, wie ich mit dem Großen hier reinkommen könnte. Und ich muss mit dem Großen hier reinkommen, um überhaupt alles einsammeln zu können, weil ich ja nicht überall. Nee, du musst es da raustragen dann, wenn das nicht geht.
Ja, wie gesagt, ich muss mit dem Großen definitiv hier rein, weil ich sonst nicht alles einsammeln kann. Sei jetzt noch ein drittes Mal. Der ist so scheiße klein und hüpft überhaupt nicht richtig um nichts. Dass ich nirgendwo dahin komme. Warte mal, hier ist noch eins, was ich nur mitnehmen kann als Kleiner. Nass, fein! I can't wait to analyze this. Ja, analysier du das mal. Was ist jetzt? I wonder what this could be. Nein! Aber wie komme ich... Warum sind meine Arme jetzt hier abgefallen? Wie, deine Arme sind abgefallen? Ach so, weil du eine Verbesserung, glaube ich, dran baust, oder? Ja, aber ich verstehe es gerade nicht. What a curious object. Vintage-Arm rechts. Moment. Ja, das ist der Farmarm. Oder gibt es tatsächlich die Möglichkeit, überall hochzuklettern? I can't wait to analyze this. Also, ich habe jetzt... Aber da oben komme ich doch nicht hin, oder? Oder komme ich da hinten rüber? Was ist laut, wenn das hier im Regnen ist? Das ist krass. Und wie kann ich meine Arme wieder... Ja, normalerweise macht er automatisch die anderen Arme rein, die du ausgewählt hast. Nee, macht er nicht. Er hat sie rausgeworfen einfach. Aber ich weiß nicht, was, wie du die wieder ins Lager tun kannst. Vor allem, was kann ich mit den Vintage-Armen machen? Sind die irgendwie besser? Nee. Komm ich da hoch? Hey, jetzt sind die Arme weg. Oh. Hey. Okay. I can't wait to analyze this. Ich komme mir jetzt hier gerade ein bisschen komisch vor, aber noch funktioniert's. Warum? So, warte mal, da unten kann ich runter. Da komme ich aber vermutlich nicht hin, außer von hier oben eventuell draufspringen. Und das wird wahrscheinlich, da fuck ich dann gleich ab. Das ist bestimmt nur diese eine Möglichkeit, dass ich da draufspringen kann. Ach, wir können mich doch mal. Keine Lust, da jetzt wieder komplett zurückzulaufen. Oh. Nicht da hoch? Ja, genau. Lass mich direkt zurückrutschen. Kein Thema. Komm hier anscheinend nicht hoch. Mal gucken. Hier rum. Das geht zumindest. So. Von hier aus komme ich da aber auch nicht so drüber gesprungen. Muss ich unter Garantie von da ganz oben hinspringen? Das ist doch scheiße. Kann man das nicht? Kann man die nicht? Wie kann man denn die Sachen wegmachen? What a curious Achtung, Händler reißt ab. Nein, ich habe ihn nicht mal gesehen. What a fascinating discovery. Alles nur, weil ich hier die Artefakte suchen muss, weil du bist ja zu faul dazu. Du machst das ja nicht. Oh, jetzt muss ich die ganze Strecke wieder zurück und dann da... Oh, nee. Könnt mich doch kreuzweise. Warte mal, ich gucke jetzt erstmal kurz nach den Dingern. Ich gehe auch mal kurz. Nee, kann ich mir nicht. So. Ich weiß ja nicht. Ich denke mal, die brauchen wir wahrscheinlich noch. Ich gehe mal in den gelben Wald. Das ist nichts hinter, so wie es aussieht. Also ich bin in Tiefland-Ebene, falls du mich suchen möchtest. Ja, ich weiß es. Da bist du so. Er sagt ja, ich soll den gelben Wald machen und die Tiefland-Ebene eben. Ne? Ja, Tiefland-Ebene, gelben Wald und die Randklippen müssen wir wieder herstellen. Hier links war noch eins. So, das ist noch nicht despawned, das ist schon mal gut. Aber was heißt das? Was sollen wir hier machen? Hier steht 3 von 6. Das ist ja, das soll man. Ja, aber was säubern da drin? Säubern, du musst die Sachen... Ah, warte mal. Die Stellen finden, wo du das mit dem Wasser machen musst.
Ach, diese Flecken da wegmachen oder? Ja, ich glaube nur, dass mit dem Wasser heißt. Also ich bin mir jetzt nicht sicher. Es sei denn, er hat eine neue Aufgabe irgendwie für dich dann. I wonder what this could be. Okay, warte mal. Jetzt haben wir 13. 14 ist hinten. Da oben ist noch eine drauf. Oh Gott, wie zur Hölle soll ich da jetzt? Oh. Also, dass das hier noch zu einem richtigen Jump-and-Run-Spiel und alles werden würde, das habe ich aber nicht vorher gesehen. Oh Gott, wie soll ich denn da... An den Dingern komme ich hier nicht hoch, ne? Ja, so ein bisschen, aber nicht ganz. Oh, wie soll ich denn da... Hier okay, da soll ich nicht schlecht hin. Nicht runtergehen. Was ist das? Boah, ich muss hier mal eben... Tut mir leid, Leute, aber ich sehe hier so gar nichts. Die Sonne, die blendet mich jetzt hier so brutal gerade. Also nicht hier im Spiel, sondern die von draußen natürlich. So, Moment. Da kann man theoretisch da hoch. Dann könnte... Oh, das ist nicht... Nein! Nein, das ist nicht euer Ernst. Ich meine, ich mag Jump-and-Run-Spiele, aber hallo, wir sind hier in der Ego-Perspektive. Das Schlimmste für ein Jump-and-Run-Spiel ist eine Ego-Perspektive. Was haben die sich dabei gedacht? Nein, klar, es soll schwieriger sein. Den Teil kann ich noch nachvollziehen, aber... Oh mein Gott. Oh. Oh. Holla, die Waldfee. Komme ich auch da oben drauf, ne? Kann man da oben noch irgendwas machen? Moment, bevor wir jetzt da runter gehen, gucken wir mal eben ganz kurz von hier oben, ob wir da noch irgendwas machen können. Okay, ich habe hier giftiges Unkraut. Da brauche ich aber eine Verbesserung von dem Sauger. Sonst kann ich das nicht wegmachen. Und das ist das Problem hier in dem... Ja. Scheiße. Na, frag mich mal gerade. Alter! Ich kann nicht das Spiel zurückgeben. Das ist ja grausam. Das Warum? Spielt mit meinen Nerven. Komme ich denn auf die andere Seite da hoch? Stell dich doch nicht so an. Alter! Ja, mach du den Mist hier doch. Mach du das doch. Ich will dich mal hier sehen, wenn du das alles machst. So, aber ohne vorher bei mir geguckt zu haben, wie es geht. Oh Gott. Dann sollte ich auch bei dir gucken. Dann weiß ich ja nur, wie es falsch geht. Nein. Och Mann, ich quatsch dich an und du kannst dich nicht konzentrieren und schonen. Oh Mann, ey. Ich hasse so. Dann habe ich diese blöde Hacke oder was das ist hier auch noch mitten im Gesichtsfeld. Ich hasse die Ego-Perspektive doch so oder so schon. Aber wieso macht man die in so ein Jump-and-Run-Ding rein? Das verstehe ich überhaupt nicht, bin ich ganz ehrlich. Oh Mann. So. Wie soll ich denn da... Kriege ich das hin? Oh ja, okay. Ich frage mich nur, warum du da unten hin musst, wenn wir das andere niemals fertig machen können. Aber, Ja, eben weil wir es nicht fertig machen können vielleicht. So, außerdem bin ich hier zufällig hingekommen, als ich zurück wollte, wie man ja mitbekommen hat. Ja, aber du gehst ja immer weiter weg. Jetzt muss ich den ganzen Kram... Wie bin ich denn da eben reingekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier irgendwo, ne? Da hinten, genau, da bin ich hochgekommen. Oh, jetzt muss ich das alles hier im Halbdunkeln machen, wo ich die Hälfte nur noch sehe. Oh, könnte ich nicht jetzt mal den nächsten Tag... Aber bitte nicht direkt im Springen, ja? Dann kriege ich hier die totale Krise. Wollt ihr die totale Krise? Dann macht den neuen Tag, während ich springe. Also. So. Ist das Ding da? Oh, nein! Oh! Ja! Ich
Ich hab's! Erforsche eine Ruine. Ich hab das Kraftwerk erkundet. Nennt mich Göttermesh. Oder so. Was für ein Ding? Oh mein Gott. Also eine Ruine erkunden kriegst du dadurch, indem du alle Artefakte holst. Ich hab's das erste Mal geschafft. Endlich. So, ich muss ja noch... So, die Mine einsammeln. Ja, ich habe hier doch mehrere. Achso, vier, ja. Ich wollte gerade sagen. Ich hatte doch mehrere. Ah, ihr habt ja auch mitbekommen. Gut. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt aber immer noch nicht weiß, wie ich jetzt hier weiterkomme, beziehungsweise wieder nach Hause komme. Das war ja ursprünglich mal meine Intention dabei. Aber ich befürchte irgendwie, dass das hier nicht mehr funktionieren wird, dass ich hier zurückkomme. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich immer weiter hier in den Abgrund reinlaufe. Mittlerweile sehe ich noch nicht mal mehr. Ich sehe hier irgend so eine komische Markierung. Ich weiß nicht, ob das der Epi ist. Ach doch, ich sehe das Haus wieder. In die Richtung. Okay. Oh Gott, aber das, also war schon ein geiles Gebiet. Aber ich muss zugeben, es hat mich auch Nerven gekostet jetzt hier mit dem Kraftfeld. Also ist schon nicht ganz ohne, wie Stichsäge erforderlich. Ich will doch noch ein bisschen Wasser rausziehen. Stelle die Gebirgsküste wieder her. Ja, Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Nein, da bin ich gerade reingegangen. Ja, das ist ein anderes. Okay, ausnahmsweise war ich mal nicht schuld. Sehr gut. Okay, also die Prozente sind anscheinend nur der Schleim. Entferne 50 giftige Schleime. Oh, danke schön. Ich denke mal, du hast das nicht bekommen. Das ist profilabhängig, ne? Mhm. Hast du denn die anderen Errungenschaften bekommen? Die von dir heute? Keine, ne. Gar keine? Das ist auch keine Höhle. Ich würde ja gerne mal wissen, was der Epi meinte mit Höhle. Was ist das? I haven't seen these ones before. I gotta admit, they do look a lot more intriguing from your point of view. Whatever material they're made of is incredibly resistant to scanning. From up here, they have the same readings as a dull rock. And I find most rocks fascinating. Giftiges Unkraut. Und da bin ich, glaube ich, reingekommen, oder? Kam ich denn da links nicht rum? Oder bin ich hier rechts gegangen? Das kann auch sein. Weil ich habe hier gerade was gesehen. Wo ich auch von hier aus, glaube ich, gar nicht rankomme. Kann das sein? Ach doch. Was bist du? Ein Kannenblatt. Kann ich abbauen. Kannenblatt. Och Mann, ich gerade irgendwo hin Jump'n'Run mache. Ja, ja, ist klar. Rohstoffboost haben wir bekommen. Warum, wieso, weshalb auch immer? Wegen dem Nestern. Like a good night's rest. Ja, aber dann hatte ich vorher nicht, als ich die Nestern gemacht habe. Och, nee, jetzt bin ich runtergefallen. Okay, mal schauen. Jetzt werde ich hier bestimmt wieder... kann man auch, ne? Ah. Ich glaube, das ist auch die bessere Alternative, damit man nicht immer so langsam hier über diese Felder drüber kommt. So. Ich weiß aber nicht, wie weit das jetzt entfernt ist. Bis wir wieder zur Heimatbasis kommen. Die muss irgendwo da hinten sein. Ich würde ja gerne noch mal hier ein bisschen erkunden, wenn ich schon mal hier bin. Was ist denn da oben? Gucken wir mal kurz. Nein, 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 nein. Da sind wieder die Randklippen. Nein, nein, da möchte ich nicht hingehen. Warte mal. Was ist das? Ich habe da gerade was leuchten sehen. Ja, ja. Ein Geodensplitter. Keine Ahnung. Ich glaube, die sind eher seltener, dass wir die kriegen, oder? Ja. Nehmen wir den nochmal mit. So. Wie kommen wir wieder zurück? Ja, ich habe jetzt schon ein paar, glaube ich, gefunden. Aber die kriegst du halt nicht mal eben so. Ich habe meinen einen verkauft und habe mir die Verbesserung von dem Mech dafür gekauft. Den Treppengipfel. Nein, war ich das jetzt wieder?
Ja. Nein, ich will nicht immer neue Gebiete erkunden, Leute. Doch nicht. Was macht ihr hier mit mir? Da muss ich ja immer wieder überall neue Sachen machen. Warte mal, giftiger Schleim, Verbesserung erforderlich. Wie ja, brauche ich für den eine Verbesserung? Bergkammer, Ort erkundet. Das ist ja so eine Bergkammer sein. So. Was ist denn die Bergkammer? Der Händler ist wieder da. Was ist denn das für eine Bergkammer? Beziehungsweise, was ist die Bergkammer, besser gesagt? Das ist hier oben eine gelbe... Das war ich jetzt. Das ist oben so ein Ort, den ich erkundet habe hier, wo ich gerade bin. In dem in der Gebirgsküste war das. Ja, aber wirklich eine Kammer? Also was abgeschlossen? Ja, da waren so Artefakte drin, die habe ich alle rausgeholt jetzt. Oh, du Sau. Jetzt hast du mir meine ganzen Artefakte geklaut. Und du hast mir ja auch die geklaut, du hast mir ja keins gegönnt. Das sind Sachen, die ich den Leuten doch zeigen muss. Die kannst du mir doch nicht alle wegnehmen. Oder hast du die restlichen eventuell irgendwo gemacht? Aber Bergkamm sagt mir... Weiß ich nicht. Nee, da waren wir ja noch nicht drin. Warte mal. Aber das Komische ist, der hat die auch nur zum Analysieren hier. Ich habe die nicht im Inventar. Also das sind wirklich Sachen, die wahrscheinlich dann in der... Ich habe einen Kieselkürbis gefunden. Was ist das denn? Daten, ja, was wolltest du sagen? Ich bin in einer Gebirgsküste und ich habe 8 von 8 Artefakten. Aber nur ein Schatz. Rohstoffe habe ich auch nicht. Jetzt kriege ich die da nicht runter, willst du mich hier veräppeln? Hier ist nochmal so ein Ding. Ah, du bist da unten! Ich sehe dich! Ich sehe dich! Ich habe Kieselkürbisse hier gefangen. Der Epi ist da! Ja, hallo, und, oh Schatz. Je, ganz viel Schleim. Oh je. Hallo, ach, ach, Schatz. Hallo. Komm her. Puff. Oh. Aber was hast du da hinten für eine komische Markierung gemacht? Und wie hast du das hingekriegt? Ja, einfach in der Karte markiert. In der Karte? Ja. Oh, ja, ich habe mir die Karte noch gar nicht angeguckt, fällt mir gerade an. Wieso hast du den gelben Wald markiert? Oh, das ist Verbesserung, das geht gar nicht. Ach so. Ach, das ist cool. Auf der Karte zeigt er dir sogar die Rohstoffe an, die du gefunden hast. Ja. Ah. Das heißt, wir müssten eigentlich mal die andere Seite jetzt erkunden. Hinter den Kiefernhöhlen. Kommen wir da überhaupt hin? Das sieht so aus, als ob das alles zu ist. Also quasi geradeaus links. Und da müsste ich unterwegs mal die Sachen ins Lager tun. Hier sind leuchtende Pilze. Da komme ich aber nicht rein, weil das Ding nicht schwimmen kann. Dann bist du sofort zurückgesetzt, wenn du das machst. Leuchtende. Hä, wovon redest du jetzt gerade? Ach, du gehst jetzt zurück in den gelben Wald. Nee, ich wollte eigentlich irgendwie gucken, dass ich wieder nach Hause komme. Ist doch einfach. Ich habe aber keine Ahnung. Oh, das ist das. Das ist für eine Blume. Habe ich die gelbe Farbblume? Warte mal, welche Richtung? Ja, im Endeffekt darunter. Ach so, der zeigt mir. Hä? Der zeigt mir den gelben Wald nicht an, weil wir den noch nicht. Also nur lila an, weil wir den noch nicht befreit haben, oder wie? Ja, da fehlt uns ja noch was. Oh, oh! Nicht darunter! Nein, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Nein, nein, böser Mensch, böser Schleim Mensch. Ist hier hinten. Wir müssen die Verbesserung unbedingt machen für diese Saugpumpe. Ja, ich muss gucken, was wir dafür überhaupt brauchen. Was ich ein bisschen schade finde, dass du die, glaube ich, nicht anpinnen kannst. Ne? Also was du genau brauchst. Hm. Habe ich zumindest jetzt nichts gesehen, dass man das irgendwie anpinnen kann. Das sieht mir nicht so dolle aus hier. Ich muss aber irgendwie hier über den Berg rüberkommen. Ach so, ich bin über die ich bin ja komplett woanders. Ich muss mal meinen Marker wegmachen wieder. Moment, hier ist was. Ah ja, das ist das, was ich noch nicht beendet hatte, was ich aber wahrscheinlich jetzt als kleiner beenden kann, nehme ich mal an. Also was heißt beenden? Ich habe glaube ich nur das eine gefunden. Aber ich höre doch hier was. Ah, guck mal, hier ist auch noch was. Hallöchen. Ah,
can't wait to analyze this. Hm? Analysier das mal, das ist gut. Hallo, wo bleibe ich jetzt schon wieder hängen hier? So. Ach, hier oben ist noch eins. Hallöchen. What a Dann kann ich das jetzt abschließen, wenn ich da irgendwie drankomme. Warte mal, das ist hier drüber. Hier drüber. Ich bin am Bereinigen. Ich habe schon 18%. Nenn mich Gott. Ich habe die Stadtruinen die Stadtruinen zu Ende erkundet. Was wolltest du gerade sagen? Entschuldigung, ich war jetzt gerade so voller Elan und überhaupt. Dass ich hier gerade 32% schon auf diesem Gebiet hier dieses böse Unkraut vernichtet habe. Ich bin ja Unkrautvernichter. Kann ich ja nicht, weil ich nichts dafür habe. Ja doch, das geht noch mit dem normalen Sauger, aber du kannst nicht den musst du trotzdem verbessern für diese anderen Sachen da, dafür musst du dieses Bewässerungsding verbessern. Wir sind wieder zu Hause! Wir sind zu Hause! Passend zum Ende der Folge sind wir zu Hause, ist das nicht schön? Der Händler reißt gerade ab. Nein, nicht weg! Nicht! Ich habe zumindest doch sein Raumschiff gesehen! Also ich habe mit dem ein bisschen rumgehandelt. Ich habe mir die Mechthal, meine Arme geholt da. Ich finde das nicht nett. Ich finde das überhaupt nicht nett. Nee. Warum nicht? Ich glaube, hier sollte ich vielleicht nicht runtergehen, ne? Ich mache hier nochmal neue Gummibären rein. Aua, ich falle hin. Aua, ich bin da raus. Der Epi kann nicht laufen. Er fällt auf die Er fällt hin. Du kannst mich mal. La, 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 la. Oh. Ja, Rotkopf habe ich doch schon vorher entdeckt. Was willst du jetzt von mir? Rotkohlkopf. Keine Ahnung, wie das heißt. Der war das hier. So, ich habe jetzt alles von Gummibären voll, ja? Ey, bleib hier weg! Aua! Ich bin vor der Scheibe gelaufen. Wieso läufst du? Oh. Du hast dir jetzt nicht deine eigene Kiste gemacht. Doch, weil du mir sonst die Sachen klaust. Ey, ich tue uns beiden die Dinger hier extra rein in die Kiste. Hab ich aber auch. Du kannst auch, außerdem kannst du ja fragen, ob wir das benutzen darf. Warum soll ich dich fragen, ob ich meine Ressourcen benutzen darf? Hallo? Nein, meine Ressourcen. Nee, das sind gemeinsame Ressourcen. Wächst zu einem Kannenblatt heran. Bin wieder hingefallen. Was glaubst du, warum ich das extra für uns hier alles reinmache? Das Einzige, was ich halt schon mal übrig behalten habe, das war jetzt so Holz und so. Aber das könnte ich eigentlich auch hier reintun. Weil unterwegs, denke ich mal, brauchen wir das nicht. Ne? Aua. Jetzt habe ich natürlich die ganzen Sachen, die ich verkaufen kann, habe ich extra da reingetan und du hast die nicht verkauft. Ja, weil ich nicht... Was soll ich mit deinem Geld? Das ist doch Geld, was du dann hast. Ach so, das kannst du nicht abwerfen wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also ich habe es jetzt nicht machen wollen. Also ich habe. Ja, was das betrifft, hast du schon recht. Auch wenn du es nicht deswegen gemacht haben wirst, aber. Ich hau einfach mal alles, was ich jetzt habe, tatsächlich da rein. Oh, wir können jetzt auch Rohlkopföl machen. Das brauchen wir. Ja, weil ich die unterwegs alle gesammelt habe. Nee, weil das ist ja bei mir im Inventar, also kann ich's machen, nicht du. Ich dachte, du bist an der Maschine. Warst du nicht hier an der Maschine, wo das Öl gemacht wird? Ja, da macht er mir gerade das Rotkopföl. Geh weg da. Ja, sag ich doch, kann ich doch auch. Na, ja, weil du auch das Zeug gesammelt hast. Ja, weil ich freigeschaltet habe, das sag ich doch die ganze Zeit. Ja, aber der Epi versteht so gar nichts. Also, warte mal, wieso hast du wieder Unkraut? Warum pflanzt du immer diese Unkraut? Was ist denn jetzt los? Hier? Das Haus war voll aufgeladen. Jetzt sag mir nicht, wir müssen das jeden Tag wieder voll mit der Gemütlichkeit machen. Wahrscheinlich. Hä? Probier's mal mit. Ach nein! Nein, 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 da steht eine 1 drunter. Ja, das ist auch noch freigeschaltet. Oh, ich dachte gerade schon.
Der fängt dann wie bei DBD, bei diesen Anzeigen da mit den Stufen früher. Der fängt dann oben wieder an in dem Kreis und dann steht da eine 2 drunter, wenn wir das aufgefüllt haben. Gehe ich mal von aus. Ich dachte gerade schon, wollte ich eigentlich gesagt haben. So, ich weiß, ich soll nicht denken, ich soll hier weitermachen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ist jetzt eine schöne Position, weil ich jetzt gerade wieder zu Hause bin. Ich glaube, ich mache aber mal was anderes rein, weil sonst bin ich hier gerade die Samen gleich auf dem Boden am Verteilen. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und verzweifeln dann in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Er hat's gesagt. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.